Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Absolutely. Ja, Lady Web empfängt dich jetzt und zu ihr wollen wir ja auch. Aber nicht sie bestehlen. I'm here. So, mal sehen, was hat sie zu sagen? Diese Frau umklammert mit spindeldürren und schrumpeligen Fingern einen dicken Stapel Pergamente. Die Finger sind von ihrem hohen Alter fast durchsichtig, ein hauchdünner Schleier über fahlen blauen Adern. Tintenflecke und Kerzenverbrennungen zeichnen ihre Hände wie eine Steppdecke, deren Muster einer großen, unbeschreiblichen Wahrheit nachempfunden ist. Sie blickt nicht auf, sondern liest weiter. Der Bote hat meine Einladung also überbracht. Ein Wunder, dass gewiss selbst die Wiedergeburt von Eotas wie ein Lausbubenstreich aussehen ließe. Hat die eine Ahnung? Der Botenberuf zieht nicht unbedingt die hellsten Geister an. Sie haben mich in letzter Zeit mit einer solchen Regelmäßigkeit enttäuscht, dass ich versucht war, stattdessen ein Medium nach dir suchen zu lassen. Sie blickt zum ersten Mal auf und mustert dich. Das ist also die Wächterin, die Ketnua übernommen hat. Aber blick nicht so überrascht rein, es ist ein ziemlich unattraktiver Gesichtsausdruck. Ohne solche Details zu kennen, würde ich meine Stellung nicht lange halten können. Kala neigt sich zu dir. Ein bescheidenes Kunststück, wenn man den Ruhm von Ketnua bedenkt. And this fiasco in the sanitarium that you seem to have gotten yourself into the middle of. What in blazes possessed you to stir that nest of trouble? Und dieses Fiasko im Sanatorium, in das du mitten hineingestolpert bist. Welcher Teufel hat dich geritten, in dieses Wespennest zu stechen? Ich muss jemanden finden. Ich untersuche eine seltsame Gruppierung. Es war eine persönliche Angelegenheit. Ja, ich muss jemanden finden. Not just any someone, though. Someone in the service of the Leaden Key. Aber nicht einfach irgendjemand. Jemand, der im Diensten des blauen Schlüssels steht. You're not the only one with an interest in their recent activities. I've lost 4 ciphers this year alone, trying to get someone inside their ranks. As it is, we only have our suspicions about who is in the group and what they intend. Which I suppose means we have much in common with them. I asked you here because I wanted to know what your interest was in all of this. I thought perhaps we might help each other. Why are you looking for the Leaden Key? Nicht nur du hast Interesse an ihren jüngsten Aktivitäten. Ich habe allein dieses Jahr bei dem Versuch, jemand in ihre Reihen einzuschleusen, 4 Medien verloren und wir sind da einfach reingelatscht mit einer Kapuze. Wir können daher weiterhin nur mutmaßen, wer der Gruppe angehört und welche Ziele sie hat. Was wohl bedeutet, dass wir viel mit ihnen gemeinsam haben. Ich habe dich hergebeten, weil ich wissen wollte, was dein Interesse an all dem ist. Ich dachte, wir könnten einander vielleicht helfen. Warum suchst du nach dem bayernen Schlüssel? Eines seiner Mitglieder hat meine Seele erweckt. Ich brauche ihn, um das umzukehren. Sie schließt die Augen, ihre Lider zittern. Dann wird ihr Gesicht plötzlich reglos und ihre Lippen teilen sich. Nur einen kleinen Spalt. Ihre Hand öffnet sich kurz, ein Teil des Pergaments fällt zum Boden. Die Seiten wirbeln um ihre Beine wie die Blätter eines sterbenden Baumes. Ihre fleischigen Augenlider heben sich und ihr Blick fällt sofort auf dich. The gods are cruel, I'm afraid. The man you seek is Theos Ix Arcanon, Grand Master of the Leaden Key. One of the most elusive and dangerous men Eora has ever known. Die Götter sind grausam, fürchte ich. Der Mann, den du suchst, ist Theos Ix Arcanon, Großmeister des blauen Schlüssels. Einer der gefährlichsten und am schwersten zu fassenden Männer, die es in Eora jemals gab. Ja. Woher weißt du, dass ich nach Taos suche? Because you have seen his face, and that makes it a simple matter for me to see it. You even happened to catch him in his ceremonial garb, it seems. It must have been a special occasion. Weil du sein Gesicht gesehen hast, damit ist es mir ein leichtes, es ebenfalls zu sehen. Du hast ihn sogar in zeremoniellen Gewändern gesehen, wie es scheint. Es muss eine besondere Gelegenheit gewesen sein. Was kannst du mir über Taos sagen? More than most, though very few would know so much as his name. And there is no way of knowing how much of what I've read is true. The Leaden Key dates back more than 2,000 years. If rumors are to be believed, Theos was the one who created it. Mehr als die meisten, auch wenn nur wenig überhaupt seinen Namen kennen.
und es lässt sich nicht sagen, wie viel von dem, was ich gelesen habe, tatsächlich wahr ist. Der bleierne Schlüssel ist über 2000 Jahre alt. Wenn die Gerüchte stimmen, hat Taos ihn gegründet. What scraps of evidence exist suggest that he has died many times, only to be reborn each time exactly the same man. Awakened during adolescence with all the knowledge and experience of all his lifetimes. The plots he orchestrates sometimes take hundreds of years to bear fruit. Needless to say, this is not the natural order of things. But he is said to be one of Whitaker's favored, and that old bat was never one to let rules get in the way of favoritism. Die wenigen existierenden Beweisfetzen lassen vermuten, dass er schon viele Male gestorben und jedes Mal wiedergeboren wurde, als exakt derselbe Mann. In der Jugend wird er erweckt mit allem Wissen und allen Erfahrungen seiner früheren Leben. Die Pläne, die er schmiedet, kommen manchmal erst nach Hunderten von Jahren zur Reife. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass dies nicht der natürliche Lauf der Dinge ist, doch es heißt, er sei einer von Whitakers Günstlingen und diese alte Hexe hat ihre Begünstigungspolitik noch nie durch irgendwelche Regeln stören lassen. That may also explain another supposed gift of his. His body is no boundary to his soul, and he is known to take possession of others, if their souls are weak enough. Often it is for elaborate deceptions, but sometimes he simply forces them to kill themselves. He is not known for his generous supply of pity. Das erklärt vielleicht auch eine weitere seiner angeblichen Gaben. Sein Körper stellt keine Grenze für seine Seele dar. Man weiß, dass er Besitz von anderen ergreift, wenn ihre Seele schwach genug ist. Oder nicht vorhanden, wie bei Fleischkonstrukten. Oft im Dienst einer ausgeklügelten Intrige, doch manchmal zwingt er sie auch lediglich, sich selbst das Leben zu nehmen. Er ist nicht für sein Übermaß an Mitgefühl bekannt. He is also not one to show himself in any but their most critical matters. If he has directly involved himself in whatever the group plots now, it may be your only chance to find him. And once you do find him, if you can find him, I would not hold my hopes too high if I were you. He is a driven, single-minded man. He will not have the slightest concern for your problems. Er zeigt sich zudem nur in den dringlichsten Angelegenheiten der Gruppe. Wenn er sich unmittelbar in den Plan eingemischt hat, den sie diesmal schmieden, was auch sein mag, ist das vielleicht deine einzige Chance, ihn zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, falls du ihn findest, würde ich mir an deiner Stelle keine allzu großen Hoffnungen machen. Er ist ein Getriebener, der sich durch nichts von seinen Zielen abbringen lässt. Deine Probleme werden ihn nicht das Geringste scheren. Woher weißt du so viel über Taos? The same way I come by all my knowledge. Exhaustive research, spying, bribery, perhaps some less savory measures. Whatever the knowledge demands, I pay in full. There is nothing of greater value. Unfortunately, with Theos, there is also nothing more scarce. He has covered his tracks far too well. His manipulations of the course of history are lost to time now, though I believe they were many. Sie blickt hinab auf ihre Hand und treibt an einer alten Narbe, genau wie ich an all mein Wissen komme. Umfangreiche Nachforschungen, Spionage, Bestechung, vielleicht auch einige weniger erfreuliche Maßnahmen. Was auch immer das Wissen verlangt, ich bezahle es. Nichts hat größeren Wert. Was Taos angeht, ist leider auch nichts rarer gesät. Er hat seine Spuren viel zu gut verwischt. Seine Manipulationen im Verlauf der Geschichte sind im Sand der Zeit verloren, obgleich ich glaube, dass es derer viele gab. Was gibt es sonst noch über den bleiernen Schlüssel zu wissen? Precious little, I'm afraid. You may know much of it already. No one member knows the identity of more than a handful of other members. They are kept in the dark of missions they are not involved in, or sometimes of those they are involved in. They exist to hide secrets they themselves don't know. If you can imagine how gullible someone must be for that to appeal. Herzlich wenig, fürchte ich. Vieles weißt du selbst schon. Jedes Mitglied kennt nur die Identität einer Handvoll anderer Mitglieder. Man lässt sie im Dunkeln über Missionen, an denen sie nicht beteiligt sind. Manchmal auch über jene, an denen sie beteiligt sind. Sie existieren, um Geheimnisse zu verbergen, die sie selbst nicht kennen.
Schwer vorstellbar, wie naiv jemand sein muss, um sich davon anziehen zu lassen. Despite that, they are very good at what they do, owing much to their founder, who will take matters into his own hands when necessary. And he does not fail. Dennoch sind sie sehr gut in dem, was sie tun, was sie vor allem ihrem Gründer zu verdanken haben, der die Dinge notfalls selbst in die Hand nimmt. Und er scheitert nicht, grundsätzlich nicht. Ja, was willst du von mir? Keep me informed. The Leaden Key has been busy lately, and that is distressing news. I can only guess as to what they intend. You seem to have a knack for turning the stones they've crawled beneath. Keep turning them. Dunreed Row will not stop you. Halte mich auf dem Laufenden. Der bleierne Schlüssel war in letzter Zeit sehr beschäftigt und das ist eine beunruhigende Nachricht. Ich kann nur mutmaßen, was sie im Schilde führen könnten. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, die Steine umzudrehen, unter denen sie sich verkrochen haben. Dreh sie weiter um. Die Dunreed-Straße wird dich nicht aufhalten. Whatever it is they're up to, figuring it out will be of great use to both of us. In your case, it will surely point you to Theos. In return, I will share our knowledge with you as we learn it, and provide you with what assistance I can. Was sie auch im Schilde führen, es wird für uns beide von großem Nutzen sein, es herauszufinden. In deinem Fall wird es sich gewiss zu Taos führen. Im Gegenzug teile ich unser Wissen mit dir und unterstütze dich, wo ich kann. Nun gut. If you find your trail has run cold, come to me with whatever you have. There is much I may be able to do for you. Wenn du feststellst, dass deine Spur erkaltet ist, bring mir, was du bis dahin gefunden hast. Ich könnte äußerst hilfreich für dich sein. Ja, ich habe etwas über die Operation des bleiernen Schlüssels. Ich habe dir etwas über die Operation des bleiernen Schlüssels berichten. Zu berichten wahrscheinlich. Well, let's hear it. Na dann raus damit. Ich habe Taos im Sanatorium von Farnheim gefunden, im Körper eines Patienten. Er hat versucht, den Ruf der Beseelung in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Forgive me. It is unlike Theos to leave witnesses. He must be furious. Ihre Augen heben sich, zwei gemalte Linien über öder, schlaffer Haut. Ihre Stirn ein Gewitter aus Falten über Falten. Verzeihe sie Taos nicht ähnlich Zeugen zurückzulassen. Ihre Mundwinkel zucken. Er muss rasend sein vor Zorn. He did not aid you as you'd hoped, I take it? Well, take heart. With any luck, when he has finished his business, he will surely come and find you again, if only to kill you while you sleep. Er hat dir nicht wie von dir oft geholfen, nehme ich an. Du tröste dich. Wenn er seine Arbeit beendet hat, wird er dich gewiss aufsuchen, wenn auch nur, um dich im Schlaf zu töten. This news of yours makes sense, of course. To dabble in animancy is to puzzle over the secrets of the gods. This would not be the Leaden Key's first action against it. But if this is connected to their other activities, we may be in for something on a much larger scale. Diese Kunde, die du bringst, ist nur logisch. Sich in der Beseelung zu versuchen, heißt, die Geheimnisse der Götter gründen zu wollen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der bleierne Schlüssel etwas dagegen unternimmt. Aber wenn das mit ihren anderen Aktivitäten verbunden ist, steht uns vielleicht etwas sehr viel Größeres bevor. If we can learn more about their goals and methods, perhaps we can get the palace behind us. With Avar's support, we may be able to put a stop to this. Wenn wir mehr über ihre Ziele und Methoden in Erfahrung bringen, können wir vielleicht die Unterstützung des Palastes gewinnen. Mit Avars Hilfe können wir der Sache ein Ende setzen. Das ist alles. Dieser Fortschritt ist recht ermutigend. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich habe noch andere Fragen. Yes. Ja. Wie alt bist du? Sie erschrickt theatralisch und bedeckt ihren Mund mit ihren verschrumpelten Fingern. Du böse Frau, wo sind deine Manieren? Wurdest du ohne jeden Funken Anstand großgezogen? I lost count ages ago. Such a strange thing to celebrate, getting closer to death. Oh, I've had my share of work done to prolong my existence, if that's what you're wondering. I'm not ashamed of it. I'm not done here. There are things I still wish to learn. And I'll be the effigy if I let Bereth carry me off before I'm through. Sie gibt ihr Schauspiel auf. Ich zähle schon lange nicht mehr mit. Äußerst befremdlich zu feiern, dass der eigene Tod näher rückt.
Ich habe euch durchaus einiges machen lassen, um meine Existenz zu verlängern, wenn du das meinst. Ich schäme mich nicht dafür. Ich bin hier noch nicht fertig. Es gibt einiges, was ich noch lernen möchte. Und eher werde ich zu einer Statue als Bera zu gestatten, mich davonzutragen, ehe ich fertig There bin. was a time when I considered enlisting the theorems of Pondgrum to extend my life indefinitely. I found the thought of devouring my political enemies to sustain my own life greatly appealing. I must have gone soft with age. Es gab Zeiten, da überlegte ich, die Lehrsätze von Pangramm zu nutzen, um mein Leben endlos zu verlängern. Ich fand den Gedanken, meine politischen Feinde zu verschlingen, um mein eigenes Leben aufrechtzuerhalten, äußerst verlockend. Ich muss wohl altersmilde geworden sein.